Herr Werner, ich ist ja erneut über die Pilze referieren kann. Die Leute, die schon letztes Jahr da waren, haben ja meinen recht allgemeinen Pilzvortrag letztes Jahr mitbekommen. Aus Zeitgründen ausfallen, sodass ich auf dieses Jahr besonders eingehen möchte. Die Pilzwirkstoffe Psilocybin und auch Psilocin kommen ja in ca. 80 Arten in der Welt vor. Und faszinierend an dieser Substanzgruppe ist dieser ethnopharmakologische Anspruch. Das heißt, ausgehend von der frühen kulturellen Verwendung in Mexiko, einer gesellschaftlichen Integration über wahrscheinlich viele hundert Jahre bis zur heutigen Forschung und schließlich auch zur subkulturellen Verwendung, mit einer medizinischen Zwischenphase, die es allerdings wert ist, wieder erneut zu starten, also wieder aufgerollt zu werden. Psilocybin und Verwandte sind medizinische Wirkstoffe, es ist ja allgemein bekannt, als Entheogene, Halluzinogene, Psychedelika und so weiter benannt werden. Die Vielzahl der Namen sagt schon, dass viele Aspekte eine Rolle spielen können. Und Worsen hat in den 50er Jahren Es gab also verschiedene Wirkstoffe, die alle unter die Bezeichnung Entheogene oder Halluzinogene oder was auch immer genannt werden können. Der älteste bekannte ist der Peyote-Kaktus, der hier abgebildet ist und auch sehr schön eine Etage über uns in Natura gesehen werden kann. Der Wirkstoff ist Mescalin, der 1896 in Leipzig isoliert worden ist, also wo ich herkomme, von Arthur Hefter. Louis Levin hat dann ausführlich angeregt, diesen Stoff in der experimentellen Psychiatrie zu testen, was dann auch durch Behringer passiert ist in Heidelberg. Entsprechende Untersuchungen wurden gemacht, aber erst im ungeheuer potenten LSD wurde das Interesse auf einer allgemeinen Öffentlichkeit allgemein auf die Halluzinogene gerichtet. Das nächste Dia bitte. LSD ist ja bekanntlich 1938 von Hofmann entdeckt worden und dann 1943 hat er seine psychoaktive Wirkung erfahren. Und das ist hier ein altes Handelspräparat aus der Tschechoslowakei, die am längsten medizinisch mit dem LSD arbeiten konnten. Und was hat es nun mit dieser Substanzklasse auf sich? Ich möchte zunächst einmal ein allgemeines Unbehagen der Pharmakologen gegenüber dieser Substanzgruppe sagen. Und zwar ist der Pharmakologie immer recht lästig, wenn Stoffe keine vorhersehbare Wirkung haben. Das heißt, bei Morphin und ähnlichen Stoffen, wir haben also 1 Milligramm, 2 Milligramm und so weiter. Und es lassen sich auch für verschiedene Menschen doch bestimmte Muster erkennen, wie diese Wirkstoffe eingesetzt werden können. Das ist bei den Halluzinogenen nicht so. Leuner hat ja in Deutschland viel darüber geforscht, speziell auch mit LSD, aber auch mit dem Psilocybin, auf was ich dann noch ausführlich eingehen werde. Und es ist eben so, dass bei der gleichen Person zu verschiedenen Zeiten diese Wirkstoffe höchst unterschiedliche Wirkungen haben können. Das heißt, einmal können also 100 Mikrogramm LSD sehr stark wirken, andermal vielleicht wieder 500 nicht so. Dann gibt es bestimmte Menschentypen, also man rechnet, dass Leute mit eher zwanghafter Persönlichkeit höhere Dosen brauchen, während das Bild, was früher als hysterisch bezeichnet wurde, eigentlich nur sehr geringe Dosen braucht. Das heißt also Persönlichkeitstypen, die eher ein schwächeres Ich haben. Und da das auch mitunter auch für künstlerische Menschen zutrifft, gibt es also häufig Berichte in der Literatur, dass also berühmte Literaten grandiose Trips mit LSD oder Mescalin schildern und viele Leute haben dann gedacht, sie erleben dasselbe und das war dann nicht so. Das kam einfach aus der verschiedenen Persönlichkeitsstruktur. Wie gesagt, Pharmakologen haben also Wirkstoffe nicht gern, die nicht vorhersehbare Wirkung haben, auch wenn sich durchaus für diese Halluzinogene oder Entheogene oder wie man sie nennen wollen, doch spezielle Wirkungsmuster anzeigen lassen. Das ist der oberflächlichste Aspekt vielleicht, also die Veränderung in der visuellen Sphäre. Also Vision, man nennt es ja Vision oder Illusion,
auch, also Transformation bzw. auch Neuerschaffung von Bildern und dann auch profunde Änderungen im Erleben, das reicht von Euphorie bis Dysphorie, wenn ich das mal in medizinischen Bezeichnungen wenn Sie ein kosmisches Erleben auf der einen Seite, psychoanalytisches Erleben mit Aufschließen von Traumata und so weiter, das andere ist. Hier kommen wir praktisch schon zur medizinischen Verwendung. Bevor also Albert Hofmann 1958 dann die Pilze analysiert hat und das analoge Psilocybin entdeckt hat, begann 1954 schon entsprechende Versuche, LSD therapeutisch einzusetzen. Und da kommen wir dann auch schnell zur medizinischen Anwendung des Psilocybins. Es waren amerikanische Autoren, es war auch Sanderson in England, beziehungsweise auch ein Pionier war Peter King in Hamburg. Und interessant ist, dass er seinerzeit versuchte, LSD und Mescalin therapeutisch zu verwenden. Und es gibt ja bei diesen Substanzen zwei therapeutische Verwendungen. Entweder höhere Dosierungen können bestimmte, im Rahmen einer psychoanalytischen Therapie, bestimmte Komplexe aufschließen, beziehungsweise niedere Dosierungen könnten auch vielfältige körperliche Wirkungen hervorrufen, die Richtung psychosomatisch gehen. Also diese Substanzen zeigen eigentlich, wie eng Körper und Psyche miteinander verknüpft seien. Grof hat seinerzeit 5000 LSD-Präparationen untersucht und hat festgestellt, Applikationen auf Menschen, und hat festgestellt, dass er nicht ein einziges Symptom fand, was von körperlicher Hinsicht immer auftrat. Das heißt also, es wird im Sinne von einer Psychosomatik entsprechend gearbeitet. Peter King machte folgende aufschlussreiche Mitteilung in den 50ern, indem er LSD und Mescalin verglich. Behringer hatte ja schon vorher gefunden, dass bei Mescalin eigentlich relativ geringe Reminiszenzen Richtung der persönlichen Lebensgeschichte sind und dass auch die körperlichen Symptome recht unheimlich waren. Peter King hat also kleine Dosierungen von LSD und Mescalin verglichen und schreibt: Anders wirkt dagegen das LSD in kleinen Dosen nach. Wir werden erheblich mehr körperliche Veränderungen verspürt als beim Mescalin. Darauf habe ich bei einigen Beispielen bereits hingewiesen. Insbesondere wirkt das LSD zuweilen nachhaltig krampf- und spannungslösend. Ein Patient, der seit Monaten an spastischen Darmbeschwerden litt, wurde durch eine einzige LSD-Dosis von nur 25 Mikrogramm auf die Dauer hiervon frei. Das sind also Dosierungen, die im Prinzip nicht mehr visionär wirken. Eine entsprechende Bewirkung bei einer 45-jährigen Patientin war dagegen nur kurz. In den darauffolgenden Tagen war der Stuhlgang, der 20 Jahre lang Schwierigkeiten gemacht hatte, ganz in Ordnung. Nach einer Woche aber nur halb gegenüber der Zeit der Ausbehandlung gebessert. Das bedeutet also, dass er hier einmalige Applikationen machte und nach diesen einmaligen Applikationen schon entsprechend körperliche Symptome verspürte, die gebessert werden konnten.